Die Spielvereinigung Bayreuth ist Tabellenzweiter und punktgleich mit dem aktuellen Spitzenreiter aus München. Doch in der Heimtabelle liegen die Oberfranken nur auf dem 16. Rang. Gut, das liegt auch daran, dass das Team von Trainer Timo Rost erst 4 Spiele im Hans-Walter-Wild-Stadion bestritten hat, doch davon konnten nur 2 gewonnen werden. Heute soll also die Heimbilanz im Duell mit dem FV Illertissen aufgebessert werden. Doch der FVI hat da natürlich was dagegen. Die Truppe von Trainer Marco Konrad fegte zuletzt die formstarken Augsburger mit 4:0 vom Platz und können deshalb selbstbewusst in die Partie gehen. Doch die in schwarz gekleideten Hausherren erwischten den besseren Start. 3. Spielminute, Tim Dannhof setzt sich auf der rechten Seite durch, zieht aus rund 12 Metern ab und erzielt die frühe Führung für Bayreuth. Die Hausherren in der Anfangsphase auch die spielbestimmende Mannschaft. Nach knapp einer Viertelstunde ist es wieder Dannhof, der die nächste Chance hat. Felix Thiel im Kasten der Gäste pariert. Der Keeper steht auch in der nächsten Szene im Mittelpunkt. In der 19. Minute kann er einen Schuss von Stefan Maderer klären. Die Rostelf war hier also klar Herr im eigenen Haus und drückte auch weiter aufs Gas. In der 24. Minute belohnten sich die Hausherren dann zum zweiten Mal. Nach einem Freistoß und etwas Durcheinander im Strafraum kommt Ivan Knesewitsch an die Kugel und lässt Thiel dieses Mal keine Chance. 2:0. Doch nur 2 Zeigeumdrehungen später wird auch der FV Illertissen zum ersten Mal gefährlich. Nach einem Freistoß kommt Kento Terranuma an die Kugel und versenkt diese in den Maschen. Damit die Gäste also wieder voll drin in der Partie. Und der Treffer war so etwas wie der Hallo-Wach-Effekt für die Konrad Elf. In der 33. Minute ist der FVI wieder in der Vorwärtsbewegung. Terranuma wird im Strafraum von den Beinen geholt. 11 Meter. Simir Tilalovic tritt an, um seinen 10. Saisontreffer zu erzielen. Sebastian Kolbe hat da aber was dagegen. Der Schlussmann taucht ab und hält das Leder. Die Chance auf den Ausgleich also vertan. Bayreuth geht doch mit der Führung in die Pause. In der zweiten Hälfte dauerte es eine Zeit, bis die Mannschaften wieder in Fahrt kamen. Wieder ist es Dannhof, der die erste Gelegenheit hat. Er findet aber seinen Meister in Thiel, der diesen Freistoß pariert. Wir springen auf die Gegenseite. Nächste Standardsituation für Illertissen. Sie erinnern sich, nach einer solchen fiel auch das 1:2. Dieses Mal ist es zwar eine Ecke und kein Freistoß, das Ergebnis aber das gleiche. Fabian Rupp macht den Ausgleich in der 62. Minute. Dieser führte aber nicht wirklich dazu, dass die Begegnung nun an Tempo aufnahm, im Gegenteil. Das Spiel sehr zerfahren und nur mit wenigen Highlights, wir springen deshalb auch schon in die 87. Minute. Illertissen erneut nach einer Standardsituation gefährlich, Kolbe reagiert stark. Doch das war's noch nicht, 90. Minute, nochmal Bayreuth im Angriff. Die Kugel kommt zum eingewechselten Daniel Steininger und der macht tatsächlich noch den Siegtreffer. Kollektiver Jubel bei den Gastgebern. Illertissen warf nun nochmal alles nach vorne, das ging aber nach hinten los. Markus Ziereis erzielt nach Vorarbeit von Tobias Stockinger sogar noch das 4:2 in der Nachspielzeit. Nachdem lange Zeit nicht viel los war in Halbzeit 2, hatten es die Schlussminuten also nochmal so richtig in sich. Mit so einem Willen, so einem Ehrgeiz, es ist brutal, wie die Mannschaft gefightet hat und sich, ich denke, in Summe auch am Ende zu Recht belohnt hat. Lang dagegen gehalten und insofern sind wir hier sehr enttäuscht, dass wir gegen einen Aufstiegsaspiranten dann am Ende mit leeren Händen heimfahren. Gehen aber stolz erhobenen Hauptes heute nach Hause und werden uns nächste Woche wieder vorbereiten. Bitteres Ding für Illertissen, die ganz nah dran waren, nach den Bayern auch den nächsten Meisterkandidaten zu ärgern. Doch Bayreuth zieht spät den Kopf aus der Schlinge und darf deshalb auch endlich mal wieder zu Hause jubeln.